letztes Mal haben wir schon auf Platz gemacht, also das Thema Victoria zum Freitag. Den sicherlich für uns am Ende sehr, sehr bitter ausgefallen ist. Wenn man das Spiel so passieren lässt, finde ich, dass Victoria in der ersten Halbzeit über lange Zeit in Linie war. Wir also insbesondere Probleme hatten auf unserer gesamten rechten Seite, wo sie doch sehr häufig durchgebrochen sind und wir auch im Mittelfeld nicht den Zugriff bekommen haben, den wir uns gewünscht hatten. Dann machen wir mehr oder weniger aus dem Nichts die 1-0-Führung. Und danach, finde ich, haben wir das Spiel dann wirklich offener gestaltet. Und insbesondere in der zweiten Halbzeit hatten wir dann die Victoria da, wo wir gesehen haben wollten. Was man dann natürlich, finde ich, anmerken muss, dann musst du natürlich eine der Möglichkeiten nutzen, dass du das 2-0 machst. Und ich glaube, dann ist die Kuh vom Eis. So ist im Alles oder Nichts nachher der Ausgleich gefallen. Und dann haben wir noch eine Riesenmöglichkeit, ich finde, trotzdem das 2-1 zu machen. Und dann kommt nochmal ein Konter zustande, was natürlich dann unterm Strich kurz vor Ende des Spiels, wo man dann kurz vor der Verlängerung steht, so eine Geschichte nicht mehr zulassen kann. Und deshalb, wenn du dann ein Tor nicht machst, musst du halt damit rechnen. Das ist sehr bitter für uns. Und deshalb heften wir uns auch diese Niederlage selber an. Die war dann am Ende hinten raus unnötig. Muss aber allerdings auch sagen, dass es für mich und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich mit Schiedsrichterleistung nicht befasse. Aber ich glaube, jeder hat im Stadion gesehen, dass Menzer die rote Karte sehen muss. Dazu sind vier Schiedsrichter da oder drei Linienrichter, ja, drei Schiedsrichter, der sicherlich nicht überall sein kann, weil es eine klare Tätigkeit gegenüber unserem Torhüter war. Und die gelb-rote Karte für Tim Häusler halte ich sogar für einen Witz, weil es nicht mal ein Foul war. Und nochmal, damit kein falscher Zuschauer reinkommt, wir haben uns das selbst zuzuschreiben, aber ich finde, dass wir auch zum würdigen Finale, dass man dann solche klaren Dinge eben anders bewertet. Nochmal Gratulation, wir sind natürlich durch die späten Tore jetzt noch nicht gekommen, aber für uns muss es weitergehen, wir haben nach wie vor eine gute Saison gespielt, wir waren im Pokalendspiel dabei, der große Traum, im DFB-Pokal dabei zu sein, ist uns dieses Mal nicht geglückt und dafür viel Erfolg.